Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich, bei einer neuen Folge von Sales is a Mindset. Ich freue mich ganz besonders heute, jemanden vorzustellen aus der Schweiz, aus Basel. Heute bei mir Pascal Thommen von der Firma STP Schweiz AG. Hallo, lieber Pascal, guten Morgen. Hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Also ihr hört schon, das Schweizer Akzent ist sehr stark bei uns beiden, also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen in Deutschland oder in Österreich oder sonst irgendwo. Viel Spaß dabei, Spaß beiseite. Lieber Pascal, ich würde vorschlagen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du, was machst du, wo arbeitest du? Super, sehr gerne, Patrick. Wie gesagt, mein Name ist Pascal Thommen, ich arbeite bei der STP Informationstechnologie Schweiz AG. Ich verantworte hier den Vertrieb, die Kundenbetreuung für die Schweiz und für das Liechtenstein. Das mache ich jetzt seit mittlerweile einem Jahr. Zuvor war ich schon immer in der Informationstechnologie und im Retail mit einer Auszeit tätig. Und hier freue ich mich sehr, mit dir über dieses Thema Sales is a Mindset zu sprechen. Sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch kurz als Einführung für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Lustigerweise haben wir uns ja kennengelernt auf einem LinkedIn-Event vor, ich glaube, vor der Corona-Krise, sage ich jetzt mal. Das war ein bisschen, vielleicht so 8-9 Monate her, haben wir uns kennengelernt, haben uns dann natürlich auf diesem LinkedIn-Live-Event hier in Basel, wie gesagt, kennengelernt, haben sich schon verknüpft, wie sich das auch gehört, und sind im gleichen Netzwerk. Und seitdem folgen wir uns gegenseitig, und so hat sich da ein bisschen eine Art Vertrauensverhältnis aufgebaut, obwohl wir uns gar nicht so gut kennen. Deshalb finde ich es umso spannender, mit dir heute dieses Gespräch und dieses Virtual Coffee Meeting zu haben. Also noch an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, eine gewisse Sympathie, eine Empathie auch für das Gegenüber. Und das zeichnet sich dann aus, dass man sich gar nicht gut kennen muss und trotzdem sich gegenseitig verfolgt, vielleicht über diese sozialen Medien, und sich dann solche Themen wie eben ergeben, dass man miteinander über Sales spricht, über Social Selling spricht etc. Sehr spannend, dieses Thema Offline- und Online-Vernetzung. Da sind wir schon mitten im Thema, lieber Pascal. Du hast schon gesagt, was dich mit Sales verbindet. Du verantwortest den Vertrieb bei euch in der Firma. Was ist denn, hast du ein Team oder was ist so dein Setup, dein Framework? Ja, genau. Vielleicht ganz kurz über unser Unternehmen, die STP. Was tun wir? Wir sind ein ERP-Anbieter, also ein Enterprise Resource Planning-Anbieter. Zu Deutsch ein Systemanbieter zur Unternehmenssteuerung, und das ganz dediziert für eine Nische, für die Branche der Rechtsdienstleister, Anwaltskanzleien, aber auch Legal Departments, welche unsere Lösungen nutzen, um ihre Prozesse zu vereinfachen, um ihre Prozesse zu automatisieren, zu optimieren und entsprechend Kosten zu senken. Ich verantworte mit meinem Team, das ist noch ein kleines Team, wir sind erst seit rund 1,5 Jahren in der Schweiz unterwegs. Es handelt sich um ein deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe, welches vor rund 1,5 Jahren in der Schweiz eine Akquisition getätigt hat. Wir haben den Branchenführer übernommen, weshalb wir heute auch vor allem sehr stark im Bereich der Kundenbetreuung unterwegs sind. Heute sind wir noch weniger unterwegs im Bereich der Neukundengewinnung. Das wird etwas sein für die Zukunft. Da haben wir uns natürlich aber auch schon ein paar Themen überlegt, wie wir Kunden angehen wollen, auch über das Thema Social Selling. Sehr, sehr interessant. Das heißt, eure Kunden sind Anwaltskanzleien. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig, genau. Okay, sehr gut. Ausschließlich Anwaltskanzleien. Wir bewegen uns ausschließlich in dieser Nische. Das hat auch einen konkreten Grund. Rechtsdienstleister haben mit dem Anwaltsgeheimnis, mit Datenschutzthemen sehr, sehr, sehr präsente
Richtlinien, an die sie sich halten müssen. Also es ist eine Branche, die sehr seriös ist, ähnlich wie Banken, der Finanzmarkt, ähnlich seriös, Versicherung ähnlich auch konservativ. Wir arbeiten mit dem Vertrauen, welches Klienten dem Anwalt entgegenbringen. Und deshalb können wir und wollen wir auch nicht in andere Branchen gehen mit unserer Lösung. Das soll voll dediziert für die Anwaltsbranche sein. Da beschäftigen wir auch bei uns, jeder fünfte Mitarbeiter ist bei uns selber Jurist oder Anwalt und das bei einem Unternehmen in der Größe von 250 Mitarbeitern. Das zeigt doch die Nische und die Spezialisierung sehr, sehr klar. Okay, das ist sehr interessant. Das heißt, eure Zielgruppe, wie gesagt, ausschließlich Anwaltskanzleien, das ist sehr wichtig, dass man sich fokussiert und konzentriert auf eine Nische. Wie darf ich fragen, wie du dein Team oder wie ihr als Vertriebsteam, auch wenn jetzt momentan mehr Kunden, es gab Kundengenerierung, weniger das Thema, sondern mehr Kundenbeziehungen aufbauen und Erhalt, also Key Account Management auf Englisch, denke ich mal, ist das treffendste Wort. Mhm. Wie tut ihr euch da aufstellen oder wie seid ihr da organisiert und was sind so die wichtigsten Quellen und Themen, mhm. Wie ihr euch da mit den Kunden kommuniziert und auf dem Laufenden mhm. hält? Also grundsätzlich haben wir es uns mal sehr einfach gemacht in der Segmentierung. Wir haben klein, mittel, groß in der Segmentierung, also nichts Rocket Science, aber das gibt uns halt noch mehr Fokus auch in der Kundenbetreuung. Ein Kunde von uns mit 1, 2, 3 Mitarbeitern, der braucht nicht eine so intensive Betreuung wie ein Unternehmen, was 40, 50 oder 100 Mitarbeitern beschäftigt, die noch stärker mit dem Thema der Digitalisierung sich beschäftigen, vielleicht auch mehr Abhängigkeiten haben, Stakeholders haben wie ein kleines Unternehmen. Deshalb machen wir kleinere Unternehmen, die sind nicht weniger wichtig, aber die haben vielleicht etwas weniger Komplexität in ihren Bedürfnissen. Da arbeiten wir mit einer Person, dann die zweite Sales-Person, die arbeitet im mittleren Segment. Das ist so klassisch Mittelstand, wie wir den kennen in der Betreuung. Und dann haben wir tatsächlich noch größere Kunden, welche dann vom Country Manager und vom Sales Director von mir bearbeitet werden. Und das ist auch ein bisschen geschuldet der Struktur bei uns im Sales Team. Wir haben ein diverses Team mit Junior Sales, mit Quereinsteiger, mit etwas mehr Erfahrung. Das macht es durchaus sinnvoll und spannend, so unsere Kunden zu bearbeiten, diese Segmentierung. Wir kriegen dadurch oder dazu Unterstützung von Marketing. Wir haben Events, wir haben einen Digitalk. Natürlich in Zeiten von Corona findet da weniger offline und face-to-face statt, weil wir auch da natürlich unseren Beitrag zur Sicherheit leisten wollen und zur Stabilität dieser Krise, die wir momentan haben und nicht da noch zusätzliche Events veranstalten wollen mit einem Gefahrenpotenzial. Grundsätzlich ist es aber schon Thema Marketing mit Vertrieb gemeinsam. Wie können wir Awareness schaffen am Markt? Wie können wir Bekanntheitsgrad schaffen? Wie können wir es hinkriegen, dass Kunden nicht mehr den alten Namen im Kopf haben, bevor wir die übernommen haben, die Unternehmung, sondern wie kriegen wir die Awareness hin, dass die uns heute kennen? Und das ist ein Mix von Vertrieb und Marketing. Okay, und das ist eins meiner Lieblingsthemen. Die Gemeinsamkeit und das Teamwork natürlich innerhalb von einer Organisation, von einer Firma, aber vor allem jetzt vom Marketing und Vertrieb. Wie siehst du oder was sind für dich so diese die wichtigsten Elemente, um diese Zusammenarbeit, dieses Teamwork eben dann auch erfolgreich zu machen? Unternehmensziele. Und wenn Unternehmensziele, ich mach da immer gern den Vergleich mit den Hühnern, wie man die Körner streut, so laufen die Hühner. Und genau so ist es, wenn die Unternehmensziele von Marketing und Sales diametral auseinanderlaufen, dann gibt es keine Einheit. Also das ist mal ein grundsätzliches Thema, was wichtig ist, dass man da ähnliche Ziele hat, welche zum gleichen Ergebnis führen.
Zum Zweiten ist eine Vertrauensbasis zwischen den Abteilungen enorm wichtig. Also das heißt, dass und vor allem eine enge Zusammenarbeit, dass diese Ziele, die übergeordneten Ziele, gemeinsam erreicht werden. Also wenn jetzt Marketing ein Ziel der Lead Generation hat, Marketing Qualified Leads müssen generiert werden, es müssen 1000 pro Jahr generiert werden oder wie viele auch immer, dann glaube ich, ist das immer was mit Vertrieb zusammengeschafft werden kann. Also Marketing erarbeitet eine coole Vorlage, erarbeitet ein cooles Konzept, welches dann gemeinsam mit Vertrieb über die sozialen Medien gestreut wird, welches von Vertrieb bei den Kunden gestreut wird, welches von Marketing in irgendwelchen Fachzeitschriften, auch in digitalen Ausgaben gestreut wird. Und dieses Zusammenspiel der Awareness-Generierung, glaube ich, kommt dann oder erfolgt dann zu einem Erfolg oder ergibt dann einen Erfolg. Da bin ich absolut einverstanden. Also nur um das zusammenzufassen, gemeinsame Ziele, also Unternehmensziele logischerweise, wo sich alle Teams, aber vor allem jetzt in diesem Fall Marketing und Vertrieb dran halten können und richten können. Dann hast du gesagt, die ganze Vertrauensbasis zwischen Vertrieb und Marketing, dass da eine Vertrauensbasis da ist, das braucht natürlich auch Zeit und braucht natürlich auch eine tolle Zusammenarbeit. Was dein dritter Punkt ist, dieses Teamwork ist extrem wichtig. Genau. Wie wichtig siehst du heute Social Selling? Also ich meine Social Media für Marketing, ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren, das ist klar. Wie siehst du die Wichtigkeit von Social Media, beziehungsweise jetzt, vor allem jetzt LinkedIn, also Business Social Media Networks für Vertrieb und in diesem Zusammenhang auch die Personal Brand der Vertriebler auf sozialen Medien? Ich glaube, das Thema ist enorm wichtig und ich glaube, es ist ganz wichtig, die Unterscheidung zwischen B2B-Plattformen und B2C-Plattformen. Ich glaube, das ist auch was ganz Entscheidendes. Und wenn wir jetzt konkret von B2B, also wenn wir von einem Angebot eines Unternehmens für ein anderes Unternehmen sprechen, dann gibt es da aus meiner Sicht ganz klar LinkedIn, welches heute ein prädestiniertes Tool ist, welches ich täglich nutze. Ich merke, wie andere Tools wie Xing, wie die mich nicht mehr begeistern, soll jetzt keine Werbeveranstaltung für LinkedIn sein konkret, aber das sind so meine Erfahrungen über die letzten Jahre. Ich war einer der ersten Xing-Nutzer, als es noch OpenBC geheißen hat. Ich fand das genial in der Idee und genau das verkörpert jetzt LinkedIn für mich persönlich, auch mit den ganzen Algorithmen, die steuern Dinge, ob wir das gut finden oder schlecht finden, die haben sich da irgendwas hinten dran auch überlegt mit diesen Algorithmen. Und deshalb nutze ich das auch sehr stark. Ich glaube, es ist auch eine Vereinfachung für Marketing. Ich muss keine 100.000 Franken mehr für eine Seite 1 Blatt ausgeben in keine Ahnung, Forbes Magazine oder Spiegel oder Stern, keine Ahnung, sondern ich kann da über geschickt gesteuertes Marketingbudget kann ich eine vernünftige Reichweite generieren. Und wenn ich dann noch Vertrieb ins Boot nehme und wenn wir dann noch die restlichen Unternehmensbereiche und Mitarbeiterinnen und Kolleginnen und Kollegen ins Boot nehmen, die dann auch nochmal Reichweite generieren können, dann ist das etwas, was aus meiner Sicht extrem wichtig ist. Jetzt kommt natürlich das, was du gesagt hast, Personal Branding hinzu. So, wie wichtig ist es, dass ob der Fritz oder der Franz, der in einem Unternehmen sitzt, ob der jetzt ein gutes Personal Branding hat? Es geht doch schließlich um das Produkt oder um die Lösung der Firma. Nein, so ist es leider natürlich nicht. Wir hören ja auch immer wieder das Thema, nicht nur B2C, B2B, sondern auch H2H, also Human to Human und gerade in dem Bereich, wenn wir uns mal überlegen, wie unser eigenes persönliches Einkaufsverhalten ist, auch das ist bei jedem wieder etwas anders. Wenn ich mich anschaue, ich finde das extrem toll, wenn ich in einen guten Point of Sale, einen Laden reinkomme, wenn ich da mit einer Verkäuferin, mit einem Verkäufer spreche, der eine Sympathie mir entgegenbringt, der eine tolle Ausstrahlung hat, der empathisch ist auf meine Wünsche, auf meine Anforderungen, Bedürfnisse eingeht. Und genauso ist es doch auch im Social-Media-Bereich, wenn mein Profil entsprechend sympathisch wirkt, indem ich ein gutes Profilbild habe, indem ich vielleicht einen aussagekräftigen Banner habe, indem ich auch
einen Track Record habe, vielleicht einen License-Ausweis von verschiedenen Unternehmen habe, dann gibt das meinem Gegenüber ein Bild. Ein gutes, ein schlechtes, was für ein Bild auch immer, aber es gibt auf jeden Fall ein Bild. Und je positiver ich das gestalten kann, ohne natürlich Unwahrheiten zu erzählen, sondern selbstverständlich mit der vollsten Wahrheit. Und wenn ich mich als netter Typ positionieren kann, der ich natürlich auch bin, und als Sparringpartner positionieren kann und das auch Glaubwürdigkeit und Anklang findet, dann ist Social Selling, Social Media absolut ein prädestinierter Kanal. Absolut richtig. Ich meine, da hast du ganz, ganz wichtige Themen angesprochen, eben Thema Authentizität. Also es muss natürlich authentisch sein, es muss echt sein. Man muss natürlich empathisch sein. Man muss natürlich auch verstehen, was unser Zielpublikum, unsere Zielgruppe, unsere Kunden, potenziellen Kunden natürlich auch heute für Challenges und Herausforderungen haben, damit man diesen auch natürlich auch helfen kann und unterstützen kann. Da sind wir auf ein Thema Challenges und Herausforderungen. Was denkst du ist für, also allgemein jetzt, für Vertrieb in 2020, also in in der Zukunft, 2021 von mir aus, ich möchte nicht zu sehr in die Zukunft schauen, weil wir wissen nicht genau, was die Zukunft bringen wird. Es verändert sich alles sehr, sehr, sehr schnell zurzeit. Aber was denkst du, sind zurzeit die größten Herausforderungen und Challenges für, ich sage es mal, Vertriebsmitarbeiter allgemein? Klar, jetzt in der Krise ist es natürlich, den Termin zu kriegen. Ob es ein physischer Termin ist oder ob das ein virtueller Termin ist, ich glaube, in der momentanen Krise einen Termin zu kriegen, für ein Verkaufsgespräch zu veranstalten, ich glaube, das ist heute eine große Schwierigkeit. Und das hat natürlich und steht natürlich in vollster Abhängigkeit zu Corona, das steht in dieser Gesundheitskrise natürlich voll dagegen, weil Unternehmen natürlich erstmals davon getroffen wurden, wie ein Schlag ins Gesicht. Das kam sehr unvorhergesehen. Das heißt, Firmen, die sind in dieser Krise oftmals mit sich selbst beschäftigt und denken dann vielleicht nicht immer gerade an das eigentlich Wichtige, nämlich in einer Krise gute Entscheidungen für die Zukunft zu fällen, vielleicht sogar in der Krise zu investieren und vielleicht auch ein gewisses Risiko und mutig zu sein, ein gewisses Risiko einzugehen, um sich dann für nach der Krise entsprechend wie Phönix aus der Asche gut aufzustellen, damit ich dann mit gestärkter Power wieder mit meinem Angebot auf den Markt komme. Und das ist für den Vertrieb, der bei diesem Unternehmen dann etwas positionieren möchte, eine Zusammenarbeit anstreben möchte, eine Schwierigkeit. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, glaube ich, ist für einen Vertrieb, Vertriebler 2.0 oder 4.0 oder wie wir den auch immer heute nennen wollen, glaube ich, die Schwierigkeit. Früher war der Verkäufer, der war eben noch Trusted Advisor. Was der Verkäufer sagte, galt. Und der Käufer hat dem Verkäufer geglaubt und hat dann alles geprüft und so weiter. In der heutigen Zeit weiß ein Käufer oftmals mehr wie ein Verkäufer. Nehmen wir das Thema Autogewerbe. Wenn ich als autointeressierter Mann oder als autointeressierte Frau in ein Autohaus gehe, habe ich mich vorher vielleicht schon mit dem Fahrzeug beschäftigt. Ich habe das Fahrzeug schon konfiguriert, ich habe mir die Eigenheiten vielleicht schon angeschaut und komme dann ins Geschäft und brauche dann noch den finalen Schliff. Und damit umzugehen, dass vielleicht ein Kunde mehr weiß wie ein Verkäufer, und ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist, aber das ist oftmals die Tatsache, stellt den Verkäufer natürlich vor Herausforderungen. Er muss akquirieren, er muss sich um die Produkte kümmern, die er kennen muss. Er muss intern immer mehr Administration machen. Ich muss meine Pipeline pflegen, ich muss rapportieren, ich muss mich mit Marketing austauschen, ich habe mich noch mit Produktmanagement auszutauschen und. Und dann muss ich noch verkaufen und den Kunden verstehen. Ich glaube, die Welt ist immer wie heterogener geworden, immer wie digitaler und schnelllebiger geworden. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für den Verkäufer, der ja immer auch noch Mensch ist. Ja, absolut. Also das ist die Veränderung des Verkaufsprozesses ist natürlich extrem relevant für alle Firmen, für Vertriebsmitarbeiter, vor allem für Vertriebsmitarbeiter. Und wie du vorhin
sagt, dass es spielt keine Rolle, ob es B2B ist oder B2C, es ist immer Human to Human und das ist die größte Herausforderung. Wenn du so an alle Vertriebsmitarbeiter oder Verkäufer da draußen einen oder mehrere Tipps geben könntest, was wäre das oder was wäre dein Tipp an alle Vertriebsmitarbeiter? Eigentlich gibt es aus meiner Sicht nur etwas, mit was man sich abheben kann von der Masse, und das ist die Leidenschaft für die Sache. Die Leidenschaft für das Produkt, die Leidenschaft für die Lösung, die Leidenschaft für mein Unternehmen, der positive Ansatz, was ist alles toll? Ich glaube, das muss zum Vorschein kommen und das spüren Kunden. Wenn ich als Vertriebler extrem motiviert, nicht künstlich leidenschaftlich, sondern echt, das muss echt intrinsisch sein. Ich muss mich mit meinem Produkt oder mit meiner Lösung identifizieren können. Ich muss jetzt nicht meine Software, da muss ich nicht jeden Schalter und jeden Knopf oder jede Darstellung muss ich toll finden. Ob es der Knopf rund oder eckig ist, das spielt keine Rolle. Aber ich muss als Verkäufer die Leidenschaft haben, in meinem Umfeld meine Kunden zu einer besseren und zu einer besseren Prozessautomation zu bringen. Ich muss dafür eine Leidenschaft haben, so dass Kunden das glauben, dass Kunden das verstehen, dass ich auch überzeugt davon sein kann. Das kriege ich nur mit Leidenschaft hin. Das ist das, was ich persönlich glaube, was ein sehr guten von einem guten Verkäufer unterscheidet. Und dann sind halt die Basics, die da wichtig sind. Und das ist halt so doof, wie es klingt, ohne Fleiß kein Preis und steht der Tropfen, hüllt den Stein und Verkauf ist Physik. Je mehr ich oben ins Gefäß an Opportunities reinlasse, desto schwerer wird das Gewicht und tropft irgendwann unten als Resultat, als Vertrag raus. Das sind keine armen Märchen, das ist tatsächlich harte Arbeit, gepaart mit der Leidenschaft, mit der Freude und mit der Bereitschaft, mehr zu tun wie andere und anders zu sein wie andere. Das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept. Das heißt, das Grundrezept ist eigentlich, obwohl sich alles verändert hat, immer noch das Gleiche. Und das ist genau, das ist so dieses so Summa summarum, so diese, ja. Es hat sich eigentlich viel verändert und trotzdem sind die Menschen immer noch gleich, obwohl sie jetzt anders einkaufen, der Verkaufsprozess oder Einkaufsprozess hat sich verändert. Du hast vorhin ein sehr gutes Beispiel gebracht mit dem Autokauf. Aber trotzdem, schlussendlich, eben liegt alles darum, eben Aktivitäten, Leidenschaft und das sind so die Standards. Je größer die Pipeline, umso mehr hoffentlich die positiven Resultate. Und das sind die Basics. Die Basics, die müssen einfach erledigt sein vom Vertriebler. Das ist ein gewisser Dienst nach Vorschrift und das muss einfach gemacht sein. Ja. Und wenn ich dann als Vertriebler eben für die Sache eine Leidenschaft entwickeln kann oder bereits auch vorher intrinsisch hatte, das spüren Kunden. Und die spüren das, egal ob offline oder ob virtuell, ob ich jetzt am Telefon bin, ob ich eine E-Mail schreibe, ob ich ein persönliches Gespräch habe. Der Kunde, der spürt immer, ob ich eine Begeisterung für die Sache habe, ob ich ein echtes Verständnis dafür habe, ob ich eine Leidenschaft dafür habe oder ob ich einfach nur am Ende des Monats ein möglichst großes Portemonnaie haben möchte. Das spürt ein Kunde. Absolut. Du hast es einen Tipp gegeben an alle Vertriebler, Verkäufer. Was wäre denn dein Tipp, das würde mich jetzt noch wundernehmen, was wäre dein Tipp an die Firmen, an die Geschäfte, an die Geschäftsleitungen? Also natürlich immer noch in Bezug auf Verkauf, auf Vertrieb. Ja, klar. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Ich glaube aber, Nachhaltigkeit beißt sich in der heutigen Zeit, weil wir ja gar nicht wissen, was passiert 2022, 2023. Das heißt, wir müssen erst das kommende, das aktuelle und dann das kommende Jahr sichern, bevor wir uns dann wirklich nachhaltig ausrichten können. Heißt nicht, dass wir nicht nachhaltig arbeiten sollen, aber ich glaube, durch Covid ist auch nochmals alles schnelllebiger geworden. Alle wollen ihre Umsätze jetzt noch reindrücken. Alle wollen ihr Geschäft jetzt noch sicherstellen. Und dieses
Zusammenspiel zwischen Nachhaltigkeit in der Zusammenarbeit mit Kunden und der Kurzfristigkeit der Unternehmenssicherung. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung für Unternehmen, dass ich eben nicht als kurzfristiger Abschneider, Verkäufer auftritt und den schnellen Deal suche und da noch mit Rabattschlachten arbeite, sondern trotzdem das ganze Geschäft nachhaltig anträgere, im Sinne von, ich will eine nachhaltige Zusammenarbeit, ich brauche aber kurzfristige Umsätze. Und ich glaube, das ist etwas, was die Unternehmen vor Herausforderungen stellt. Auch, wie gehen Unternehmen mit der Krise um? Wie gehen Unternehmen mit Corona um? Sind Unternehmen fahrlässig oder sind sie tatsächlich sicherheitsbewusst? Auch das gibt ein Bild nach außen und sorgt für Vertrauen in ein Unternehmen oder eben eher Misstrauen in ein Unternehmen. Und ich glaube, es sind ganz schwierige Zeiten aus unternehmensstrategischer Sicht, aus unternehmensplanerischer Sicht. Und deshalb ist auch etwas, was wir glauben als SDP und das positionieren auch bei unseren Kunden tagtäglich. Planungsflexibilität extrem wichtig, Planungssicherheit, was es nicht mehr gibt, aber das möglichst irgendwie versuchen hinzukriegen. Und ich glaube, diese Themen heute als Krisenmanager oder eben heute nicht als Krisenmanager agieren zu müssen, sondern als Risikomanager vor der Krise agiert zu haben, dass es gar nicht in der Krise dann zu Schwierigkeiten für das Unternehmen kommt. Ich glaube, das ist was Wichtiges. Risikomanagement before Krisenmanagement. Und das ist, glaube ich, was Wichtiges. Also ganz klar, diese richtige Balance, eben was ist schon richtig, aber die Balance zwischen Nachhaltigkeit, also mittel-langfristigen Zielsetzungen und eher kurzfristigen Zielsetzungen, ich nenne das ein wichtiges Thema, ist auch das Thema Geduld, was heute eben nicht ganz so einfach ist. Es braucht Geduld, es braucht gewisse Sachen, gehen sehr schnell, andere brauchen einfach mehr Zeit, wie zum Beispiel Kundenbeziehungen aufbauen. Über soziale Medien ist einfach eine mittel- bis langfristige Angelegenheit. Es geht nicht von heute auf morgen. Sehr gut, lieber Pascal, da sind wir schon am Ende angelangt. Jetzt noch eine abschließende Frage an dich ist, wer soll sich denn alles mit dir verbinden? Oder was ist so deine abschließende Nachricht an alle? Also grundsätzlich darf sich natürlich jeder mit mir verbinden, der sich davon erhofft, vielleicht einen Mehrwert auch zu generieren durch meine Tipps, durch meine Posts, die ich mache. Da bin ich immer gerne zur Stelle, wenn es darum geht, dass ich vielleicht auch mit dem einen oder anderen Tipp, dem einen oder anderen Post weiterhelfen kann. Selbstverständlich innerhalb meiner Branche, die wir adressieren, dürfen sich sämtliche Anwälte, Legal Councils, Partner von Anwaltskanzleien immer gern mit mir vernetzen. Und die brauchen auch keine Angst zu haben, dass ich gerade sofort was verkaufen will, sonst geht tatsächlich darum, dass ich erstmal über LinkedIn entsprechend uns positionieren möchte als marktführender Schweiz, der wir tatsächlich auch sind. Mit einem Großteil der Kanzleien, die mit unserer Lösung arbeitet. Und ich glaube, das kann immer sehr fruchtbar sein. Deshalb, alle, die gerne mit mir vernetzt sein möchten, die sich daraus erhoffen, einige Tipps und Tricks zu erfahren, die sind herzlich willkommen in meinem Business Network. Sehr schön. Lieber Pascal, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst, auch wenn virtuell, obwohl wir ganz eigentlich in der Nähe sind. Aber das Ganze natürlich sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank dir und der STP natürlich weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Für alle Zuhörer und Zuschauer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und bleibt in Kontakt und bleibt am Ball, um eine neue Folge und eine weitere Folge von Sales is a Mindset hier auf diesem Kanal zu folgen. Bis dann. Macht's gut und ciao, ciao.